Sie sind mit allen Wassern gewaschen. Nur eine bestimmte Form davon ist Ihnen noch nicht ganz vertraut. Glatteis. Oh nein. Zum Glück sind Wasserbüffel robust und stecken einen Ausrutscher locker weg. Die 18 Büffelbullen werden nun das ganze Jahr über rund um den Erlensee am Stadtrand von Bad Salzungen leben. Nicht nur, weil sie hier ideale Bedingungen haben. Ohne ihren Einsatz würde das Schilf das ganze Naturschutzgebiet komplett überwuchern. In einem großen Schilfbestand, einem homogenen Schilfbestand, hat man nur ganz spezielle Arten, die sich darauf angepasst haben, dort zu brüten und sich zu reproduzieren. Auf diesen Wiesenstrukturen hat man viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten, die sich eben ansiedeln können. Ob die Wasserbüffel tatsächlich auf Schilf stehen, das ist nun die große Frage. Weil das Gelände feucht und von Tümpeln und Gräben durchzogen ist, kommen andere Weidetiere nicht in Frage. Kühe, Ziegen oder Schafe würden einfach einen Bogen um Feuchtgebiete machen. Ganz anders die Wasserbüffel, die Halter Felix Blei aus der Nähe von Krawinkel hergebracht hat. Die können super schwimmen, also sind sehr erfahrene Schwimmer, machen das auch wirklich gerne. Also die haben da wirklich Spaß dran, Badespaß. Und sind dadurch einfach ideal für Flächen, wo es auch mal ein bisschen feuchter wird. Man wird im Sommer auch beobachten können, wie sie quasi im Teich baden gehen und die Nasenspitzen nur noch rausgucken. In die Werraaue werden sie einen Hauch Südostasien zaubern, wo ihre nahen Verwandten als Arbeitstiere eingesetzt werden. Das hierzulande dann doch etwas rauere Klima sei kein Problem. Diese sind auf jeden Fall, haben Thailand noch nie gesehen. In Deutschland geboren und aufgewachsen. Haben natürlich nebenbei auch hier Möglichkeiten, wo sie sich mal unterstellen können, wenn es doch mal ein bisschen zu diesig oder zu nass-kalt für die Tiere wird. Aber im Regelfall gibt es da überhaupt keine Probleme. Das Areal ist deutlich größer als das Erfurter Buga-Gelände und wird meist zweimal im Jahr von der Werra überflutet. Dann können sich die Büffel auf einen extra angelegten Fluthügel zurückziehen, wo es auch eine frostsichere Tränke gibt. Was in den Wiesen um Bad Salzungen kreucht und fleucht, das hat Klaus Schmidt seit 56 Jahren im Blick. So lange notiert er schon, welche Vogelarten und Orchideen ihm vor den Feldstecher kommen. Es gibt hier 12 verschiedene Arten der Roten Liste, also seltene, vom Aussterben bedrohte Arten. Und da ist beispielsweise zu nennen der Kiebitz, der Wiesenpieper, Braunkehlchen, die Bekassine, der Wachtelkönig und viele andere. Diese Bodenbrüter verschwinden ohne offene Wiesenlandschaften, die es immer seltener gibt. Das Naturschutzgebiet Erlensee-Maiwiesen ist aber noch aus einem anderen Grund ein besonders wertvoller Lebensraum. Aus unterirdischen Salzlagerstätten steigt Sole auf. Deshalb wachsen hier auch salzliebende Pflanzen wie der seltene Stranddreizack. Wir haben hier Schilfflächen mal gemäht. Und wo das Schilf weg war, kamen die Salzpflanzen wieder. Aber natürlich im nächsten Jahr ist das Schilf wieder der stärkere der Pflanzen und setzt sich wieder durch. Viel Verantwortung also für die Wasserbüffel. 6 Jahre hat es gedauert, bis alle Projektpartner im Boot waren und sie jetzt ihr umzäuntes Riesengelände beziehen können. Und prompt leisten die Büffel ganze Arbeit. Nach gerade mal 2 Stunden stürzen sie sich regelrecht ins Schilf. Ihr Appetit, ihre Vorliebe fürs nasse Element rettet in Bad Salzungen seltene Vogel- und Orchideenarten.